Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Die Landhauswerwölfe und Andy hat Level 10 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Sehr schön. Und ja, wir sind noch wild am Rumknödeln. Was ich sagen wollte, wir sind schwer am Arbeiten. Das heißt, der Andy, sobald der Vollmond da ist, wird der Andy zum dritten Mal dieses Mondblatt ernten. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann den Wolf-Adieu-Trank zubereiten können. Und dann haben wir ja noch nebenbei unsere Rory wieder im Haushalt, halt als Geist, was aber nichts macht, weil wir nämlich auch daran arbeiten, dass sie wieder menschlich, also wiederbelebt wird. Und natürlich brauchen wir dafür halt das gewisse Etwas, und zwar Ambrosia. Und damit wir das überhaupt herstellen können, brauchen wir halt eben Zutaten, die wir noch nicht alle haben. Zum einen die Schnitterblume brauchen wir. Was brauchen wir noch? Kaiserfisch, glaube ich. Ich meine, das wäre der Kaiserfisch gewesen. Das kann man ja auch schnell nachgucken. Kaiserfisch, genau. Da muss ich erstmal herausfinden, wo ich den angeln kann. Ich glaube, in der Wüste oder sowas. Müsste ich mal schauen. Weil angeln sind wir ja auch schon ziemlich gut dabei. Aber wie schon gesagt, ich könnte ja im Prinzip mal einfach auch da mal spekulieren, was wir brauchen. Wenn euch das nichts ausmacht. Da-di-da-di-da. Willow Creek und Oasis Springs. Ah ja, genau. Was ich ja mir schon gedacht habe, dass man die da angeln kann. Heißt, da sollten wir uns dann auch irgendwann auf die Socken machen, dass wir die herbei zaubern können. Herbei angeln oder so. Ist hier schon wieder was kaputt? Nee, ne? Aber hier könnte man mal wieder sauber machen. So, der Andy muss ja erst am Montag wieder arbeiten. Wie wäre es, wenn du vielleicht in der Zwischenzeit auch mal arbeiten gehst? Oh, nur damit du mal was zu tun hast. Weiß nicht, reicht ja schon, wenn sie einfach so einen Teilzeitjob annimmt. Weiß nicht, wo könnten wir dich denn mal rein dingsen? Handarbeiterin. Das wäre natürlich keine so schlechte Idee. In 6 Tagen musst du erst wieder arbeiten. Das heißt, du arbeitest am Wochenende. Hey. Okay. Park verschönern. Über Sensemann reden. Das können wir auch gleich mal klarstellen, wie das da so am Laufen ist. So, du hast gefrühstückt, dann kannst du dich mal an deine an die Bewegungsfähigkeit dran machen. Lange dauert es ja auch nicht mehr, wir sind ja schon Stufe 4. Heißt, wenn das erledigt ist, dann können wir Geburtstag feiern, dann geht der kleine Mann auch endlich in die Schule. Du gehst heute auch nicht in die Schule, weil es ist Sonntag. Kann ich dir da nicht irgendwie auch helfen? Nee, ne? So. Das heißt, wir könnten doch eigentlich, während die Sachen hier unten noch wachsen müssen, könnten wir doch eigentlich tatsächlich mal reisen. Und wir gucken. Und zwar gucken wir mal in Finchwick, also in Hanford-on-Berkeley nach, was so hier auf dem Markt zu kaufen gibt. Einfach um
Weiß nicht, vielleicht können wir uns ja den Weg an den Angelplatz sparen, indem wir dann den Kaiserfisch irgendwie kaufen können. Ich weiß zwar nicht, ob das, ob wir Glück haben, weil das hat ja mit der goldenen Milch oder mit dem goldenen Leckerchen auch nicht so wirklich funktioniert. Aber man soll ja niemals nie sagen. Also rätselhafte Kiste werden wir auf jeden Fall kaufen. Hier drüben denke ich auch. Und dann guck mal, was die Knautschgesicht-Tante so zum guten Preis anbietet. Fruchtleckerchen, gesundes Leckerchen, Kirsche, noch Banane, Krokus, Liebesrauschbeere, Paprika, Pieksfrucht. Du-di-du-di-du-di-du. Hier, Party-Leckerchen, Veggie. Nichts. Das ist sehr traurig. Dann gucken wir bei dir noch. Vielleicht hat sie ja Fisch da, Barsch, Buntbarsch, Forelle. Ein orangenes Ei. Nö. Hat nichts, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht Glück haben könnten und es wäre irgendwas in den geheimen. Ah, ein Regenbogenei? Und ein Feetuning-Teil oder was? Kettes. Hier Partyleckerchen, würziges. Freundschaftsleckerchen, gesundes Leckerchen. Also wir haben einiges an Leckerchen, aber nicht das, was wir brauchen. Aber das macht ja nichts. Also passiert halt nun mal. Was könnten wir denn? Ah ja, ich wollte doch eigentlich dann woanders hinreisen. Und zwar müssen wir. Gehen wir nochmal in die Wüste. Und dann entweder hierhin. Wir können aber auch hier in den Wüstenpark gehen. Von dort aus können wir immer irgendeinen See erreichen. Und dann mal hoffen, dass wir da schon ein bisschen mehr Glück haben. Weiß nicht, ich glaube hier drin nicht. Ich müsste hier, glaube ich, angeln. Und ist der dann nur zu gewissen Zeiten da, oder? Naja. Wir probieren einfach unser Glück. Kaiserfisch, guck mal. Direkt Glück gehabt. Andy, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Aaron Hilgers abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Sehr schön. Ich finde das so klasse, dass der jetzt direkt einen Kaiserfisch geangelt hat. Wen haben wir denn hier? Mora und wer bist du? Keine Ahnung. Ist auch schon wieder abgehauen. Sarah Scott, was ist denn jetzt? Ich habe gehört, dass du dich mit Rory triffst. Herzlichen Glückwunsch, ja. Noch so ein Kaiserfisch wäre schon ganz nett. Aber lass dir ruhig Zeit, ne? Garten pflegen wäre ganz nett. Thunfisch, wow. Noch einen Thunfisch? Und noch ein Kaiserfisch. Sehr schön. Wir brauchen ja eigentlich nur einen. Aber wer weiß, ob wir nicht noch irgendwie zwei Portionen machen müssen, wenn jemand anderes meint, davon zu essen. Keine Ahnung. Was ist denn los? Warum bist du angespannt? Bei Rudelführung melden. Okay, das müssen wir jetzt auch mal in Angriff nehmen. Wo?
Lou Howell. Howell. Okay, dann werden wir da mal uns melden. Wo ist denn Lou? Warum kennen wir Lou auf einmal nicht mehr? Also sie müsste ja eigentlich hier in dem Café wohnen. Und zwar hier drüben kann man die doch antreffen, oder? Hoffe ich zumindest. Ah, guck mal, wir können einfach sie dazu zwingen, mit uns zu reisen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ist das jetzt eigentlich ein Kerl oder eine Frau? Weil ich glaube, Lou ist doch sowohl... Kann man... Junger Erwachsener. Ah ja, tatsächlich ein Kerl. Ich möchte gerne das Rudel verlassen. Da, bei Rudelführung melden. Damit wir das auch endlich mal erledigt haben. Aufgrund deines Verhaltens muss ich dich im Rang herabstufen. Ja. Das ist ja aber auch nicht mein Problem, ne? Skiba Yamoob. Sorbin Nerks. Umberic. Muchi Peachy. Aber ich möchte gerne aus dem Rudel austreten. Da. Weil. Interessiert mich halt auch nicht mehr. Ich verstehe. Würdest du mir verraten, warum du gehen möchtest? Ich werde das Heilmittel nehmen. Kim Goldblume. Ah ja, genau. Das ist doch unsere Lieblings... Was? Warum werden wir dafür denn jetzt vermöbelt? Es ist Geist Night. Es ist Geist Night immer noch. Und was soll das jetzt? Okay. Alles klar. Getränk bestellen, ja. Als ob das jetzt nötig wäre. Hoppala. Wer ist das eigentlich? Der Michael. Ich frage mich eigentlich, was wir jetzt mit ihm gemacht haben. Beschämt wegen Verlassen des Rudels. Dafür brauchst du dich doch gar nicht schämen. Das ist doch dein Bier. Ob du jetzt in dem Rudel bist oder nicht. Und wenn wir ja eh uns verwandeln wollen, dann brauchen wir auch in diesem blöden Rudel nicht sein. Außerdem haben wir ja eh nichts mehr da irgendwie mitgemacht. Also können wir auch das Rudel verlassen. Also. Und der Lou war ja sowieso kein gescheiter Anführer. Der hat ja im Prinzip das gemacht, was er wollte. Und dann, ja, Rudeltreffen hat er sich ja auch nicht drum gekümmert. Und warum bist du jetzt wütend? Eine Freundschaft schließen. Eisenhut sammeln. Weißt du was? Dann kannst du das auch vergessen, weil alles eingegangen ist. Nur weil ich jetzt reisen war. Och man, wie soll denn das jemals fertig werden mit euch? Kann mir das einer mal erklären? Also, was fehlt denn jetzt im Prinzip noch? Den Kaiserfisch haben wir, Jugendtrank fehlt noch und die Schnitterblume.
So, du hast doch eigentlich Hunger. Dann werde ich doch hier mal die Forelle Müllerin rausholen. Ich weiß nicht, ob du Fisch magst. Weil ich weiß, dass manche Sachen nicht gut ankommen bei Kindern. Aber der Fisch, der wird trotzdem runtergewirkt. Sehr schön. Ja, es gibt auch Kinder, die mögen Fisch. Und was ist hier mit passiert? Keiner weiß es. Wieso hast du denn Angst? Von Gespenst geschossen? Och nö. Sag mal, kannst du mal mit der Scheiße hier aufhören? Du erschreckst deine Kinder. Nur mal so nebenbei erwähnt. Aber das scheint ja nicht zu jucken. Selbst der Kleine hat Angst. Ich glaube, es geht los. Geh lieber mal schlafen, du. Du blöde Kuh. Weißt du, da wird dann einfach die Kinder erschrocken, ne? So, kannst du jetzt mittlerweile schlafen? Ja, tatsächlich. So, leider hat es am Wochenende halt nicht geklappt mit den Fähigkeiten. Ich meine, wir waren ja auch unterwegs. Und haben die Fische herbeigeholt, die wir brauchen. Auf den Rest müssen wir halt leider warten. So, der kann ja auf dem Weg zum Töpfchen und auch wieder ins Bett, da kriegt er ja auch ein paar Punkte für seine Fähigkeit. Wir sind schon bei 82%. 83, 84, sehr schön. So. Und was willst du jetzt? Ich krieg mal deine Kontrolle hier wieder zurück, bitte. Ist ja klar, dass sie mir jetzt dann doch auf die Eier geht. Aber bald wird das ein Ende haben, sage ich euch. Irgendwann sind sie beide keine Werwölfe mehr und darüber bin ich echt froh, wenn das der Fall sein wird. Der Fall eintreten wird vor allen Dingen. Wieso bist du jetzt wach? Na dann geh doch was essen und wink nicht so blöd rum. So, was können wir denn mit dir noch so treiben? Du räumst jetzt erstmal auf, das ist ja sehr schön. So, ich glaube, ansonsten haben wir hier eigentlich nicht viel zu tun, außer dass du dich mal hier hinsetzen kannst. Fähigkeitspunkte könnten wir dir eigentlich auch dingsen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen müssen. So, der kleine Mann schläft. Wie lange? Noch lange. Aber ich bin wirklich froh, wenn das ein Ende hat, ey. Was hast du denn so als Alltag? Nur das hier. Nee, hör auf mit dem Scheiß jetzt. Reicht. Du erschreckst hier all die Leute. Andy hat in Sachen Übernatürliches eine feste Meinung, aber die letzte Geistererscheinung hat ihn verunsichert. Sag mal, die schwebt hier jetzt schon seit Tagen gefühlt hier in der Bude rum. Und jetzt wird dir klar, dass das ein Gespenst ist. Also manchmal ist er schon leicht blöde, ne, in der Birne. Ja, dann geh doch aufs Klo.
kommt bald der Bus oder sie sollte sich auf dem Weg zur Schule machen, aber verbringt lieber noch stundenlang auf dem Klo. So, ich denke mal, du wirst heute deine 1 bekommen. Hast deine Hausaufgaben gemacht, gehst gleich pünktlich zur Schule. Und dann... Gehst du jetzt auch zur Arbeit oder was? Nee, ne? Lauernde Flucht. Oieiei. Junge. Geh erstmal alles gießen. Heftige dich mal damit. Du gehst zur Schule, genau. Ah, guck mal, die Orchideepflanze, die wächst so nach und nach. Mich würde es vielleicht auch mehr freuen, wenn der Granatapfel hier auch irgendwann in die Pötte kommen würde. Aber ich meine, ich muss halt eben abwarten. Bleibt ja nichts anderes übrig. Rechnung haben wir noch nicht gekriegt, aber du kannst trotzdem mal die Post holen. So. Du bist noch nicht ausgeschlafen. Dich lasse ich auch noch ein bisschen schlafen. Du könntest dich ja eigentlich mal mit dem Hasen hier unterhalten. Was wünschst du dir denn? Okay. Was magst du denn nicht? Keine Ahnung. Ah, wild lebende Insekten. Obst und Gemüse geben. Haben wir irgendwie was Schönes? Wie wär's mit einer Schokobeere? Oh ja, das fand er toll. Ja, so ein bisschen kann man sich ja mit den Tieren mal beschäftigen. Die freuen sich ja immer, wenn man sich mit den Dingst. So, kommt jetzt die Rechnung, auf die ich gewartet habe? Ja, natürlich. Ein Hase, der mit einem Haushaltsmitglied bekannt war, ist dahingeschieden. Super. Ist das der Hase, dem ich gerade noch sehr vor Freude jetzt abgekackt? Super. Schade. Er muss jetzt zur Arbeit, er hat gar keine Zeit, die Rechnung zu bezahlen. Vielleicht könntest du dann währenddessen mal die Rechnung bezahlen. So, du wachst jetzt mal auf. Dann werde ich dir auch direkt mal was hervorzaubern. Vielleicht frittiertes Gemüse. So, warum bist du traurig? Zurückgelassen. Ja, der muss halt arbeiten, der Andy. Und heute ist Vollmond. Heute Abend können wir die Pflanze. Aber was ist denn dein Problem? Nee, Outfit müssen wir jetzt nicht ändern. Tag verschönern. Flashkarten. Das bringt uns jetzt auch nicht viel weiter. Backup beibringen, Turm zu bauen. Genau, das können wir eigentlich mal machen. Vielleicht hat er ja darauf Bock. Tatsächlich. Dann kann die sich ja wenigstens mal nützlich machen. Ja, auch das hat er jetzt endlich gemeistert. Und das heißt, wir können Geburtstag feiern. Da würde ich aber warten, bis der Andy nach Hause kommt. So, du könntest dir eigentlich auch mal was zu essen machen. Machst du dir jetzt was zu essen, oder? Tatsächlich.
Weil er braucht ja nicht länger ein Kleinkind bleiben, wenn er auch jetzt auch demnächst in die Schule gehen kann. Könntest du mal mit dem Scheiß aufhören? Leg dir doch mal ein anderes Hobby zu. Weiß nicht, vielleicht mal einen Film gucken. Sims aus dem Jenseits. Vielleicht lernst du mal, dass du damit deine Familie... Was ist denn hier unten los? Oh, ist ja krank. Nein. Wieso kann ich denn... Ich möchte... ihr doch helfen. Sawata, Bima, Seneca, Belinda, Grinia. Was soll denn das? Siehst du nicht, dass der Hund krank ist? Weißt du was, ich werde dir mal hier... Nee, kann ich ja nicht. Warum ist der Andy nicht gerade da, wenn man ihn mal braucht? Vorsichtig vorstellen. Was ist denn los? Wer klingelt denn hier? Ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür. Hunde sind in Not. Hui, mein Kind steckt wirklich in der Klemme. So, und du verpisst dich jetzt. Alter, mach dir den Hund voll an. Was ist denn los, hä? Ich möchte dich doch gerne... Nein! Ich möchte dich doch gerne adoptieren. Also ganz ehrlich, ich würde den Hund am liebsten adoptieren. Opi ist krank. Kann ich mit dir nicht dann zum Tierarzt gehen? Lena ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen. Was? Was ist passiert? Andy hat Folgendes. Oh nein. Okay. Ich denke mal, ich werde hier jetzt an der Stelle einen Cut machen und wir werden beim nächsten Mal erfahren, ob wir uns so weit mit Opi anfreunden können, dass wir mit ihr zum Tierarzt gehen. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt in der Nachbarschaft einen Tierarzt? Bin mir nicht sicher. Aber okay, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir die adoptieren können. Und ja, das werden wir in einer neuen Folge erfahren, ob das funktioniert. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss!